الليالي واسبقوا رب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. Subhanahu wa ta'ala sendet alle 100 Jahre jemanden, der diese Religion reformiert, erneuert. So sprach er, rahimahullah, Sheikh bin Baz, dies ist ohne Zweifel Sheikh al-Albani, rahimahullah. Das gleiche sagte auch Sheikh al-Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah. Und Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, sagte über Sheikh al-Albani, rahimahullah, er war sehr darauf erpicht, die Sunna umzusetzen und zu verwirklichen. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine liebe Geschwister im Islam, heute werden wir etwas von der Geschichte eines Rechtsgelehrten des Islam, nämlich Sheikh al-Albani rahimahullah. Meine liebe Geschwister im Islam, die frommen und gottesfürchtigen Rechtsgelehrten sind zugleich das Licht dieser Ummah, die nach wie vor Licht auf diesem Planet ausstrahlen. Zu den frommen Rechtsgelehrten gehören diejenigen, die durchbohrend helle Sterne unter den Rechtsgelehrten sind. Meine liebe Geschwister im Islam, heute werden wir uns mit einem bohrenden Stern, mit einem Rechtschaffenen befassen. Und dies ist der rechtschaffene Imam, Sheikh al-Albani, rahimahullah, rahmatin wasi'ah. Meine liebe Geschwister im Islam, in Bezug auf Sheikh al-Albani, rahimahullah, gibt es unter den Menschen bzw. Muslime zwei Gruppierungen bezüglich der Unwissenheit über den Sheikh. Zu einer normalen Unwissenheit über den Sheikh und zum anderen Unwissenheit, die im Arabisch als Jahl Murakkab bezüglich des Sheikh bezeichnet wird. Was die normale Unwissenheit anbetrifft, so gibt es Menschen, die in Bezug auf Sheikh al-Albani rahimahullah nichts wissen, außer wenn er genannt wird. Sie wissen weder etwas von seiner Biografie, noch wissen sie etwas über seine Fähigkeit und seine Stellenwert. Und ohne Zweifel ist diese Unwissenheit nicht als schlimmer zu bezeichnen, als die Unwissenheit, die als Jahl al-Murakkab bezeichnet wird. Was al-Jahl al-Murakkab anbetrifft, so gibt es Menschen, besonders jene, die sich als Kenner der Wissenschaft des Hadiths, yani von Rechtsgelehrten des Hadiths bezeichnen, oder diejenigen, die sich in der Da'wah beschäftigen, die auch diesen Mann bzw. Imam Sheikh al-Albani rahimahullah kennen, die sich aber unterschwellig negativ über ihn äußern oder Negatives zum Ausdruck bringen. Und dieses ohne Zweifel Jahl al-Murakkab. Dieser Rechtsgelehrte war in seiner Zeit eine Ausnahme, was sein Wissen anbetrifft. Doch wir schreiben ihm keine Unfehlbarkeit. Wir sagen nicht, dass er unfehlbar ist. Dieser Mann besaß aber gewisse Fähigkeiten und hat einen hohen Stellenwert. Sheikh al-Albani rahimahullah heißt Muhammad Nasr al-Din al-Hajj bin Nuh al-Albani, geboren im Jahre 1333 nach Hijra in der Hauptstadt des Staates Albanien. Diese Familie war eine arme Religiöse, die als wissend gelten, denn sein Vater war in dieser Zeit ein Wegweiser und lehrte die Menschen. Als sich damals im Staat Albanien Dinge ereigneten, die durch ihr Staatsoberhaupt, der dort den Laizismus durchsetzen wollte, wanderte sein Vater mit seiner Familie und mit ihm, yani mit dem Sheikh, dem Hadith-Gelehrten aus, der als Amir al-Mu'minin von einigen Rechtsgelehrten genannt wird, in Bezug auf Hadith, wie Imam Ibn Hajar al-Asqalani, der auch von den zahlreichen Rechtsgelehrten von Amir al-Mu'minin in Bezug auf Hadith bezeichnet wird. So wanderte sein Vater nach Damaskus aus, in der Hoffnung, dass das Land, in der er auswanderte, für sich und für seine Kinder für immer ein Aufenthaltsort sein würde. Darunter war auch Sheikh al-Albani rahimahullah. Man muss sich das so vorstellen, dass jemand tatsächlich über eine Auswanderung nachgedacht hat, damit er eine
bessere Zukunft für sich und für seine Familie und ihre Zukunft auch sich darüber Gedanken machen, wie viele Geschwister heute auch über eine Auswanderung nachdenken. Und sein Vater dachte darüber nach, als er die Gefahr in seinem Land gesehen hat. Darunter war auch Sheikh Al-Albani rahimahullah. Sein Vater schulte ihn in eine staatliche Schule ein. Als Sheikh Al-Albani rahimahullah die Grundschule beendet hatte, war sein Vater der Ansicht, dass sein Sohn die staatliche Schule nicht weiter besuchen sollte. So können wir daraus schließen oder ableiten, meine liebe Geschwister, dass dieser Mann eigentlich nur die Grundschule besucht hat und dass der Wissenserwerb nicht unbedingt von Zeugnissen abhängt, so wie einige Leute glauben, dass sie Ansehen bei Menschen erreichen können, wenn sie eine Doktorarbeit geschrieben haben. Auf der anderen Seite geht ihnen unter, dass eine Erhebung, ein Stellenwert und Ansehen von Allah subhanahu wa ta'ala abhängt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. So erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben und diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde. Dieser Mann, Sheikh Al-Albani, hat die Schule also nicht vollendet. Stattdessen begnügte man sich damit, dass er nur die Grundschule besucht hat. So hat sein Vater für ihn eine andere Wissensrichtung ausgesucht und war darauf bedacht, dass er den Koran auswendig lernte und auch beherrschte. Er lehrte ihn die hanafitische Fiqh-Schule, dazu auch die arabische Sprache mit ihrer Grammatik, mit ihrer grammatikalischen Regeln. Und so war der Schüler, Sheikh Al-Albani rahimahullah, damals sehr darauf bedacht, das zu lernen, was sein Vater für ihn ausgesucht hat. Es ist bewundernswert zu sehen, wie der Sohn dem Vater gehorcht hat und das ausgeführt hat, was sein Vater für ihn damals ausgesucht hat. Und darin ist ohne Zweifel Al-Baraka, aus Segen, und Allah subhanahu wa ta'ala hat das gesegnet und hat ihn auch zu dem gemacht, was er heute ist, der Sheikh Al-Albani. Und dazu lernte er von seinem Vater die Ausbildung zum Uhrmacher, bis er dies beherrschte, so dass er davon leben konnte. Sein Vater war sehr darauf bedacht, ihn Fiqh al-Hanafi zu lehren, so dass er ausschließlich diesen Fiqh umsetzte. Und er warnte ihn davor, etwas anderes auszuführen. Hat Allah jedoch etwas anderes vorbestimmt, so kann niemand diese Vorbestimmung aufhalten. Diese Vorbestimmung, meine Geschwister, Sheikh al-Albani rahimahullah war im Alter von etwa 20 Jahren sehr angetan von der Analyse des Hadiths, als er Majallat al-Manar, welches dieses Wissenschaft auch anschnitt. Er ging jedoch zu dieser Zeit auch in die Maktaba al-Dahiriyya in Damaskus, die ihm zu dieser Zeit einen eigenen Raum zur Verfügung stellten. Sie gaben ihm sogar einen eigenen Schlüssel, sodass er zu dieser Maktaba al-Dahiriyya kommen konnte, wann und wie er wollte. Er, rahimahullah, hatte zweimal in der Woche wissenschaftliche Unterrichten gehalten. Er lehrte Fath al-Majid, die Erklärung des Kitab al-Tawhid. Er lernte Raud al-Nadiyya und Usul al-Fiqh und Fiqh al-Sunnah von Sheikh Sabiq, rahimahullah, und andere Bücher, die er zweimal in der Woche unterrichtete. In einer Woche im Monat machte er sich zum Programm, einige Provinzen in Syrien und einige Orte in Jordanien zu besuchen. Meine liebe Geschwister im Islam, Sheikh Al-Albani rahimahullah litt auch, so wie andere Rechtsgelehrten, denn die Leute der Bid'ah unter den Sufisten und anderen verleumdeten ihn und warnten die Menschen vor ihm. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat für ihn einige Rechtsgelehrten bestimmt, die sich für ihn einsetzten und ihn verteidigten. Und er selbst hatte sich von Politik weit entfernt. Trotz alledem, meine Geschwister, ist ihm nichts erspart geblieben, zweimal ins Gefängnis zu kommen, das einmal für einen Monat, wobei er im Gefängnis war, in dem auch Sheikh al-Islam rahimahullah ibn Taymiyyah gewesen war. Das andere Mal kam er für 8 Monate in ein anderes Gefängnis, sodass er sich an diesem Ort mit Al-Muhtasar al-Mundiri beschäftigt hat, nämlich Sahih Muslim, Al-Muhtasar Sahih Muslim.
einige Leistungen und Errungenschaften von Sheikh Al-Albani rahimahullah. Die Scharia-Fakultät der Universität von Damaskus erwählte ihn in seiner Zeit, um Hadith-Korrekturen in Bezug auf Al-Buyu' Handel in der islamischen Fiqh-Enzyklopädie vorzunehmen. Er wurde als Mitglied in den Hadith-Ausschuss gewählt, der in der Zeit von Vereinigung zwischen Syrien und Ägypten war. Die Universität in Indien, die salafistisch orientiert war, bat Sheikh Al-Albani rahimahullah, Vorsitz des Hadith-Ausschusses zu übernehmen, doch die Schwierigkeiten bei der Mitnahme seiner Familie und der Beginn des Krieges zwischen Indien und Pakistan hinderte ihn in der Erfüllung dieser Bitte. Der saudi-arabische Kultusminister der damaligen Zeit, bat Sheikh Al-Albani rahimahullah, den Vorsitz der islamischen Fakultät in der Universität Makkah zu übernehmen. Der Sheikh konnte diese Bitte jedoch nicht nachkommen. Er wurde zum Mitglied des höchsten Komitees in der Islamischen Universität in Medina erwähnt. Sheikh Ibn Baz rahimahullah bat Sheikh Al-Albani rahimahullah, die Dauerarbeit in Ägypten, Marokko und einigen anderen Ländern zu übernehmen. Er rahimahullah besuchte einige Länder in arabischen Halbinseln und in Europa und tat das auch. Ihm wurde eine Auszeichnung des König Faisal für seine Anstrengung verliehen. Und einige Aussagen von Rechtsgelehrten über den Sheikh Al-Albani rahimahullah. Sheikh Ibn Baz rahimahullah sagte, ich sah in dieser Zeit niemanden, der in der Hadith-Wissenschaft mächtiger war als Sheikh Al-Albani rahimahullah. Sheikh Ibn Baz sagte weiter, wer den Stellenwert der großen Rechtsgelehrten nicht wertschätzt, der hat keine Wertschätzung. Der Sheikh wurde über ein Hadith gefragt, das sinngemäß lautet, Allah subhanahu wa ta'ala sendet alle 100 Jahre jemanden, der diese Religion reformiert, erneuert. So sprach er, rahimahullah, Sheikh Ibn Baz, dies ist ohne Zweifel Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Das gleiche sagte auch Sheikh Al-Muqbil Al-Wadi, rahimahullah. Und Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagte über Sheikh Al-Albani, rahimahullah, er war sehr darauf erpicht, die Sunna umzusetzen und zu verwirklichen. Und er ging gegen jede Art von Erneuerung vor. Er verfasste einige Werke, in denen klar zu erkennen ist, dass der Sheikh ein hohes Ausmaß an Wissen und Kenntnis in der Hadith-Wissenschaft besaß. Seine Werke betrachten die Menschen einen großen Nutzen. Seine wissenschaftliche Korrekturen im Hadith waren höchst präzise. Sheikh Al-Bahri sagte, wir kannten in der vergangenen Zeit die Stufe der Authentizität nur theoretisch. Ja, die Sahih, Da'if und Hadith nur theoretisch. Und er sagte über sich bei Allah, ich kannte diese Art dieses Wissens vorher nicht. Erst als ich die Werke dieses Mannes zu mir nahm und sie studierte. Ich studierte zahlreiche Werke dieses Imams. Seine langen Werke beinhaltet gewaltige Wissen, was die Isnad und in der Ahadith-Kette anbetrifft. Auch die Kenntnis über die Überlieferer und die islamische rechtliche Bestimmung über sie, die dieser Mann, rahimahullah, in seinem Werk gesammelt hat. Dieser Imam verkürzte die Zeit des Studenten in Bezug auf Wissenschaft des Hadiths. Der Imam war in der Lage, die Aussage der früheren und der heutigen Rechtsgelehrten zusammenzufügen. Ich durfte sie auch feststellen, bevor ich seine Silsila-Reihe zu mir nahm, studierte ich die Werke von Imam Ibn Hajar rahimahullah und Imam Al-Haythami rahimahullah und anderen Rechtsgelehrten in der Hadith-Wissenschaft rahmatullah alayhim. Dann nahm ich die Silsila-Reihe von Sheikh Al-Albani zu mir und durfte feststellen, dass dieser Sheikh einen größeren Ausmaß von Rechtsgelehrten niedergeschrieben hat. Ein Mann, der diese Wissenschaft vereinfacht hat. Wer auch immer eine gewisse Stufe in der Hadith-Wissenschaft erreichen möchte, soll die Werke dieses Mannes zu sich nehmen. Und wer den Stellenwert dieses Mannes nicht schätzt, der hat keine Wertschätzung. Wie kann es anders sein? Er erzählt weiter. Wie kann es anders sein? Und Sheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, rahimahullah, der Koran-Kommentator und der Autor des Werkes Adwa'ul Bayan, wenn er sich in seinem Dars in Medina befand und Sheikh Al-Albani, rahimahullah, an sich vorbeilaufen sah, unterbrach er sein Dars, stand auf,
auf und ging auf dem Sheikh al-Albani rahimahullah zu, gab ihm die Hand und grüßte ihn aus Liebe und Respekt und ehrenvoll zu diesem Mann. So sollten wir eigentlich mit unseren Rechtsgelehrten umgehen. So müssten wir diese Einstellung haben, wie diese Ausnahmemenschen, wie Sheikh Mohammed Amin al-Shanqiti oder Sheikh Ibn Baz oder Sheikh Ibn Uthaymin oder andere ihren Stellwert, Rahmatullah alayhim, wie sie mit untereinander umgehen. Aber unter uns gibt es natürlich, MashaAllah, Tabarak al-Rahman, einige Milchbuben, die so viele verlieren, Kritik über den Sheikh, Kritik über den Sheikh und Kritik über den Sheikh, so sättigen sie sich eigentlich mit As-Sayyi'at, mit schlechten Taten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh ist der Gewinner am Schluss. So oder so kritisiert man ihn, ungerechterweise oder gerechterweise, dann nennt man seine Aussagen und sagt, es gibt aber einen Unterschied zu dem, was dieser Sheikh gesagt hat. Rahimahullah, rahmatun wasi'a, weil er über 60 Jahre mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt hat und sich reingekniet hat, nämlich etwas für diese Religion zu machen und auch für diese Umma zu machen. Das war sein Ziel. Und Bescheidenheit über Surt. Wenn wir über Surt und diesen Mann sprechen, dann müssen wir uns schämen, wenn wir überhaupt eine Art Kritik über ihn machen. Im Testament vom Sheikh erkennt man, wie bescheiden und wie bedacht er war, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen und zu praktizieren. Sheikh al-Albani rahimahullah schrieb in seinem Testament, bevor er starb, an seine Familie und diejenigen, die ihn lieben, dass sie für ihn um Vergebung bitten und nicht über ihn weinen sollen und dass sie sich mit seiner Bestattung beeilen mögen. Und seine Waschung sollte sein Freund und Nachbar namens Izzat, der auch Abi Abdullah gerufen wurde, vornehmen. Er schrieb in sein Testament, dass er auf den nächsten naheliegenden Friedhof bestattet werden solle, damit die Menschen nicht mit dem Auto zu seinem Grab kommen würden. Er schrieb auch in sein Testament, dass niemand über seine Bestattung benachrichtigt werden soll, damit dadurch die Umsetzung der Sunna nicht verschoben wird. Sondern er war bedacht, auch sein Tod, seine Bestattung mit einem Wasiyah, einem Testament begleiten zu lassen, damit die Sunna auch von seinem Sterbebett bis zu seinem Grab nicht verloren geht. Ein Mann, der darauf bedacht war, dass sich nicht eine Großzahl an Menschen an ihm versammelt, damit sie sich der Sunna nicht widersetzen. In seinem Testament schrieb er, Sheikh Rahimahullah, dass alles, was seine Bibliothek enthält, der Universität Al-Madina zur Verfügung gestellt werden soll. Da er gute Erinnerung hatte an die Da'wah zu Kitab und Sunna auf dem Weg der rechtschaffenen Vorfahren, im Salaf al-Salih. Das ist der Imam, der rechtschaffene Imam, der rechtschaffene Sheikh Rahimahullah, Sheikh al-Albani Rahimahullah, den wir einiges von seiner Geschichte und seine Verdienste genannt haben. So konnten wir nicht alles nennen, was diesen Mann ausmacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh al-Albani Rahimahullah barmherzigen sein und ihn zu den Bewohnern des Paradies machen. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Zakumullahu khairan. Meine lieben Geschwister, ich habe diese Khutbah natürlich gemacht, weil immer wieder begegne ich besonders Al-Shabab, die unqualifizierte Aussagen über Rechtsgelehrten machen. Das gehört nicht zu euch. Ihr seid Muslimen, walhamdulillah. Ihr trägt Al-Risala in euren Brüsten. Ihr sollt eure Rechtsgelehrten ehren. Ihr sollt für sie Ad-Dua machen. Besonders wenn sie auf dem richtigen Manhaj waren. Es ziemt sich nicht einen Muslim, der über seine Rechtsgelehrten so redet. Es gibt natürlich Unterschiedlichkeiten unter den Rechtsgelehrten. Das respektieren wir. Wir sagen aber nicht, dass wenn ein Fehler, dann sagen das die Rechtsgelehrten über ihn. Dann gibt es einen anständigen Antwort auf eine wissenschaftliche Basis und nicht auf eine unqualifizierten Basis, dass als würde einer sich auf dem Markt befinden und nur mit den Worten rumschlagen. Das gehört nicht zu muslimischen Eigenschaften, denn die Muslimen haben eine wunderbare Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind also höchst präsent, allgegenwärtig in ihrem Leben und das dürfen sie nicht einfach so hergeben. Ich hoffe, dass ich dadurch etwas dazu beigetragen habe, zu einem Missverständnis, der vielleicht
unter den Geschwistern und diejenigen, die nicht anwesend waren, soll auch dann übergeben werden. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Ala wa sallu wa sallimu yarhamukumullah ala man ballagha al-balagha al-mubin. وهدى الناس أجمعين إلى صراط الله المستقيم نبيكم المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين اللهم ارضى عنا معهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإذن الشرك والمشركين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.